Hallo zusammen bei Punkt 11 TV. Es war schon ein aufregender Tag, der zweite Lagertag. Wir sind mit Themen konfrontiert worden, wie mit Umweltschutz, mit technischen Hilfsmitteln im Jungschi-Alltag, aber auch zum Beispiel Entführungen. Schaut selber! Nein, das tust du sicher nicht mit dem Shampoo die Haare waschen. Was? Was meinst du? Ach, du kannst doch jetzt nicht mit dem Shampoo die Haare waschen. Wieso? Nein, das muss biologisch abbaubar sein. Schau, du kannst gerade die Seife rauchen. Das ist halt die Seife, aber da ist biologisch abbaubare Seife drin. Und das ist nicht so schlimm. Also. Jetzt habe ich doch so ein gutes Shampoo drin. Ja, aber nicht. Doch, die Seife ist mein kleiner Vorgang. Kann man auch machen so. So, ich habe meine Haare gewaschen. Mit biologisch abbaubarer Seife. Es ist eine Freude. Was ist vorhin schiefgelaufen bei diesem Haarwaschen? Ja, schiefgelaufen ist insofern, dass wir dass das Wasser einfach versickert im Boden, das hier runterkommt. Und dass wir darum für das biologisch abbaubare Seife verwenden. Und sollen wir dann jetzt alle mit der Seife, die dort steht, ihre Haare waschen? Nein, bitte nicht. Wir müssen natürlich sparsam umgehen damit. Und die Haare werden eigentlich prinzipiell nur in der Dusche gewaschen. Was ist denn grundsätzlich deine Aufgabe in diesem Lager? Ich bin für den Umweltschutz verantwortlich. Und die Hauptaufgabe ist vor allem die Entsorgung vom Abfall. Und wie tut sich das, wie sieht das aus? Also wir machen alle Tage eine Tour und dann alle Abfall einsammeln und haben vor allem auch verschiedene Stationen eingerichtet, dass man den Abfall trennen kann. Das heisst PET-Sammlung, Alu-Sammlung, Kartonsammlung, dass das richtig entsorgt wird. Was können Teilnehmer, die Helfer, die Leiter berücksichtigen, damit sie sich möglichst umweltschonend verhalten in diesem Lager? Erstens einfach möglichst wenig Abfall produzieren und den dann richtig zu trennen. Herzlich willkommen bei Jungschar Ausrüstung heute. Wir sind jetzt gerade beim Soli und beim Salto. Sie haben etwas entwickelt, das jede Jungschar bei sich daheim haben muss. Und wir fragen sie gerade selber, was sie uns vorstellen wollen. Soli, was ist das, was wir hier vor uns haben? Ja, das ist der ultimative STR-11 Aufrollautomat für das Rasierband. Und wer hat das entwickelt? Das haben wir entwickelt im REG-Filo 98 von Region Alpha Salto und von mir. Salto und von mir, Salto und von mir. Wir bauen ein Gestell aus Holz, unten dran ein Fußbrett wie bei der alten Nähmaschine zu Hause. Gut, das Ganze ist natürlich patentiert, das müssen wir natürlich über das Olive, müssen wir das natürlich die Rechte einholen, ob wir das überhaupt nachbauen dürfen. Und das Ganze ist natürlich so gebaut, dass man es mobil gerade mit aufs Spielfeld nehmen kann. Und gerade vor Ort beim Spielfeld kann man das dann aufwickeln. Das ist ja wirklich eine grossartige Wundermaschine, was das Gerät alles kann. Und das Interessante ist, es geht nicht, man kann es nicht nur aufwickeln, nein. Das Gerät, das kann auch abwickeln. Das sehen wir in wenigen Sekunden. Zum Umschalten in die andere Laufrichtung muss man hier den Knopf retour drücken am Akkuschrauber. Geht etwa die etwas her. Ist noch nicht ganz, hat noch ein paar Kinderkrankheiten, muss da schauen, dass es schön gelöst ist. Schön retour drücken und dann muss man etwa zwei haben, der hier zieht, weil dann geht es ziemlich schnell. Für den Retourgang kann man dann da am Akku den zweiten Gang einschalten, dann dreht er ein bisschen schneller. Salto, wärst du mein Assistent? Du ziehst aber den Gehörschutz runter, weil jetzt wird es laut. Natürlich, Moment. Ja. Salto, wirst du ziehen, dann gehe ich da auf den Knopf drücken. Achtung, jetzt geht's los! Oh, jetzt hast du es verheddert. Schnell, schnell, schnell. Schön ziehen, Salto, schön ziehen, Salto, schön ziehen, Salto, schön, schön, schön. Schneller, 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 schneller. Ui! Ein Wundergerät. Also, ich weiss nicht, wie wir Jungs bis jetzt ohne das irgendetwas machen konnten. Eigentlich kann man gar nichts machen ohne das Gerät. Ich werde es mir jedenfalls für daheim auch noch bauen. Und ich weiss nicht, ich hoffe, ihr macht das auch.
Zu mir kommen. Meine Damen und Herren, Punkt 11 TV distanziert sich offiziell vom nächst gezeigten Beitrag. Das ihnen zugespielte Material ist aber in einem öffentlichen Interesse, das nicht darf vorenthalten werden. Wir konnten unseren Augen nicht trauen. Keine Angst, der schrecklich gequälten Ente geht es gut. Noch. Doch wenn die Region Alpha die Lebensbedingungen nicht sofort verbessern, können wir für gar nichts garantieren. Wir fordern eine öffentliche Entschuldigung und Verbesserungsvorschläge. Sonst, wie kann man das wissen? Doch, Opfer müssen gebracht werden. Jedoch, lasst euch nicht zu viel Zeit. Wir sind hier live auf der Brücke beim Zürichsee und ich habe hier bei mir die Janina Hedinger. Und zum jüngsten Namen? Aviva. Die Aviva steht hier, sie ist auf der Brücke, sie ist mit im Tatort. Weißt du, was hier passiert ist? Ja, das Entli ist geklaut worden vom Zürichsee. Und hast du einen Verdacht, wer das gewesen sein könnte? Ja, nein, ich weiß es nicht. Wie siehst du, wie stehst du zu dieser Tat? Ich finde es nicht so nett hier.